Der letzte Woche von der Landesregierung verabschiedete Haushalt muss nochmals neuen Änderungen unterzogen werden. Der Beschluss der römischen Regierung, weitere Kürzungen bei den autonomen Regionen vorzunehmen, bedeutet für Südtirol, dass 120 Millionen Euro weniger als vorgesehen vorhanden sein werden. Die Antwort darauf ist aber schon gefunden. Wir haben heute über den Haushalt geredet. Aufgrund des jüngsten Dekretes von Monti mussten wir erneut 120 Millionen finden, um eben Rom einen Teil zu geben und andererseits weniger Einnahmen, weil er ja die Vermögenssteuer um 1% reduziert hat. Wir haben heute gesagt, wie finden wir diese Mittel? 20 Millionen haben wir beim sozialen Wohnbau, der geförderten Wohnbau genommen, weil wir dort die Gelder nicht unbedingt brauchen. Im nächsten Jahr alle und 100 Millionen haben wir vom Fonds für Innovation und Forschung genommen. Dieser Fonds ist bisher noch nicht gebraucht worden. Die Gelder sind vorhanden und deswegen haben wir in der Zwischenzeit diese 100 Millionen ausgeliehen. Und wenn morgen das Geld kommt, indem wir einige Prozesse beim Verfassungsgerichtshof gewinnen, dann wird sofort mit diesen Geldern der Fonds aufgestockt werden, damit er wieder auf die 140 Millionen vorhanden ist. Das Projekt Medical School in Bozen wird ein Ergebnis grenzüberschreitender Zusammenarbeit mehrerer Universitäten sein, das jährlich 40 Ärzte ausbilden wird, und zwar mit dreisprachigem Unterricht. Dies einige der wichtigsten Merkmale des Vorschlages, der von der Landesregierung gemacht wurde. Bereits seit längerer Zeit versuchen wir, eine medizinische Fakultät zu errichten, und zwar in Zusammenarbeit, haben wir zuerst einmal gedacht, Innsbruck, Bozen, Trient und Mailand. Und dann Bozen, Trient, Innsbruck, Rom. In beiden Fällen hat Rom Nein gesagt, weil sie gesagt haben, es kann keine weitere Medizinuniversität errichtet werden. Dann hat Trient versucht, mit Florenz eine Zusammenarbeit aufzubauen. Auch in diesem Fall haben sie Nein gesagt, weil sie gesagt haben, nein, hier fehlt die Internationalität und hier fehlt vor allem die Mehrsprachigkeit. Wenn das berücksichtigt würde, dann könnte man es eventuell genehmigen. Und deswegen haben wir mit Trient Kontakt aufgenommen und haben gesagt, dann machen wir es wieder so, dass wir Florenz als die Universität für die Koordinierung übernehmen, Trient, Bozen und eventuell Innsbruck oder eine andere deutschsprachige Universität. Wir haben heute dann den Auftrag erteilt, ein genaues Schema, einen genauen Bericht auszuarbeiten, wo vor allem geschaut wird, wie viel haben wir Professoren bereits in unserem Lande, ungefähr 16 haben wir, die bereits die Voraussetzungen hätten, dann vor allem haben wir die Strukturen, ich glaube ja, aber trotzdem, das muss genau nachgewiesen werden, wie viel würde es kosten, ungefähr, glaube ich, wenn der Zug voll ist, 5 Jahre, ungefähr 10 Millionen. Und dann vor allem, wie die Zusammenarbeit zwischen Innsbruck, Trient, Bozen und Florenz ausschauen würde. Wir werden abwarten und dann werden wir die endgültige Entscheidung treffen. Das muss kurzfristig sein, denn innerhalb 15. November müssen wir bereits den Antrag stellen. Mit der Medical School sollen aber nicht nur neue Ärzte ausgebildet werden, sondern es soll auch ein Anreiz für Fachkräfte geschaffen werden, nach Südtirol zu kommen und so die Qualität der Betreuung zu verbessern.